Servus Leute, Embers hier und Diablo 4 wurde für 2023 angekündigt. Wir wissen noch nicht welchen Monat, aber das Wichtigste, was ihr jetzt zu machen habt, ist einmal auf blizzard.com gehen, euch einloggen, zu Diablo 4 navigieren und dann hier auf diesen Button, ja, ich hoffe, man sieht ihn, hier einmal draufklicken und dann zack, seid ihr registriert und wenn dann eine Beta kommt, habt ihr die Chance zumindest daran teilzunehmen. Und nochmal hier als Info, wenn wir uns jetzt zu sehr hypen auf das Ganze, also alles, was jetzt kommt, wir wissen es von Immortal. Es kann sein, dass jetzt hier die Aussagen, Verfügbarkeit, Preise, Tatsachen, alles mögliche, alles, was jetzt gesagt wird, ist wie bei der Politik. Was interessiert sich mein Geschwätz von gestern? Es kann halt sein, dass es dann halt doch zu so Verzögerungen gibt oder Sachen nochmal geändert werden. Also, wir haben hier keine Garantie. Man wird nicht festgenagelt bei Blizzard. Und das sagen sie auch irgendwas mit Quartalsberichten, Formularen und alles Mögliche. Das habe ich mir jetzt nicht genau angeschaut in diesem Press Release. Aber wichtig ist nur, alles, was jetzt mitgeteilt wird, kann halt doch nochmal geändert werden. Dann ganz wichtig hier bei dem Bericht, die Hölle bricht los. Ich habe mir das schon ein, zwei Mal durchgelesen, habe mir ein, zwei Notizen hier wiederum gemacht. Wir werden uns aber einmal gleich das Gameplay dazu anschauen. Da werden auch nochmal ein paar Sachen dazu gesagt. Ich werde ab und zu pausieren und einfach das um diesen Inhalt hier ergänzen, um einfach, damit ihr die neuesten News habt oder das, was wichtig ist. Hier zum Beispiel fast 150, in dem Press Release steht über 140, also wird so ein Mittelding sein und dann werden wir es einfach gemeinsam durchgehen. Bevor wir jetzt aber das uns anschauen und dann hier durchgehen, habe ich noch mal ein, zwei eigene Sachen, die ich dazu gerne sagen möchte. Und das werde ich jetzt anhand eines vom Mikro-Video mal kurz runterrattern. So, also ich muss sagen, für Diablo 4 erwarte ich einiges mehr, als der Trend ist. Denn der Trend ist bei mir so, ich habe mit D2 angefangen. Ein Megaspiel habe ich über 10 Jahre gesuchtet. Kam dann zu D3, hat mich nicht wirklich gecatcht. Sowohl die Grafik als auch die Skilltrees und so weiter waren nicht so meins. Und das Schlimmste war für mich, es hat am Anfang so viele Bugs gehabt. Ich sag mal, wer es am Anfang gespielt hatte, konnte in Zonen reingehen, hat einen Söldner dazu geholt, ist gestorben. Der Söldner hat das ganze Feld gekillt, die Champions, die Legis und was alles Mögliche. Und dann ist man wiederbelebt, geht wieder zur Stelle und hat einen Loot aufgesammelt. Das war für mich halt kein Gameplay. Und Diablo Immortal, ich denke, dazu brauchen wir nicht sagen. Die haben sich einfach selber ins Bein geschnitten. Bein geschnitten oder geschossen, wie auch immer. Mit dem Pay-to-Win-Faktor absolut grausam. Aber bleibe noch beim Thema Pay-to-Win. Wie sieht es aus bei D4? Also es hieß, es soll kein Pay-to-Win geben. Die Ankündigung hatten wir schon mal bei Immortal. Es soll aber einen Shop geben für kosmetische Sachen. Wenn es daran bleiben sollte mit kosmetischen Sachen, hätte ich kein Problem mit, weil wenn jemand sagt, ich möchte ein leuchtendes Auge haben, soll er ein leuchtendes Auge haben. Interessiert mich wenig. Aber ich hoffe mal, dass es da nicht weitergeht. Und für mich noch wichtiger, es soll auf jeden Fall der Kernspieler, also das sind die Hardcore-Farmer, die sagen, ich habe jetzt Bock, 5 Stunden am Tag zu zocken oder sogar noch mehr, die sollen nicht bestraft werden. Also es keine Ingame-Caps gibt, dass ihr nicht irgendwie sagt, das heißt, ihr dürft nur 10 Mal in Dungeon laufen, dann bekommt ihr kein Loot. Das wäre für mich echt grausam. Ich bin persönlich lieber dann da ein Freund zu sagen, ich zahle meine, keine Ahnung, 50 Euro, 70 Euro, was das auch kosten mag, einmalig und habe dann Ruhe und kann das dann in meinem Tempo so lange, so oft, so viel spielen, wie ich Bock habe, ohne irgendwie so einen Druck zu haben. Wenn es sowas wie einen Battle Pass gibt, meiner Meinung nach okay, aber das hat sich jetzt, fühlt sich immer so an, wenn man zahlt, dass bei mir jetzt persönlich, dass ich auch spielen muss. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall freier, wenn man das nicht hat. Dann das Thema Trading, da hieß es, also generell beim Thema Trading gibt es viele von euch, die sagen, hey, ich möchte lieber für mich solo Cellphone spielen. Ich persönlich mag das Trading, denn angenommen, ich starte mit einem Totenbeschwörer und finde jetzt zweimal dasselbe, dann kann ich das wegtraden. Und habe dann dadurch immer noch einen Vorteil. Oder ich finde etwas zum Beispiel für einen Barbaren, was ich nicht gebrauchen kann, trade ich das weg und dann werde dann dadurch stärker. Ja, das sollen so einfach mal meine Gedanken vorab zu Diablo 4 gewesen sein. Aber schauen wir uns jetzt mal das Video an. Diablo 4 is the next generation of action RPG, melding monster slaying and loot collecting with a fully realized open world. Genau, also hier ganz kurz schon mal am Anfang. Es ist auf jeden Fall Crossplay und Couch-Koop. Das heißt, ihr könnt sowohl am PC als auch der Konsole spielen und das auch gleichzeitig. Also, wenn ich jetzt am PC spiele, könnt ihr mit der Konsole mitspielen oder könnt das gemeinsam spielen. Oder wenn ihr bei einem Freund seid, der spielt es auf der PlayStation beispielsweise, könnt ihr es auch dann quasi zweimal starten und dann beide gleichzeitig spielen. Ist auf jeden Fall ein sehr feiner Zug, nicht so wie bei D2R, wo man dann einfach das getrennte Welten hat. Das finde ich richtig grausam. It's not for the faint of heart. It's gory and unnerving. It's creepy. Diablo 4 is all about player choice. It takes all of the pillars of a Diablo game and just expands them.
And with all the new features that people really love and appreciate in modern games. Whoever you see yourself being. Genau, hier diese Charakter-Customization, das ist, was ich eben mal kurz gesagt hatte. Also ist es angekündigt, es wird einen Shop geben dafür. Und wenn das das Einzige sein sollte, bin ich voll d'accord. Kann jeder machen, wenn jemand will, ich will ein leuchtendes Auge haben, soll er es machen. Ich persönlich brauche es nicht für mich, aber ich will nicht, dass es irgendwie heißt, man muss irgendwie Geld ausgeben, um etwas zu bekommen oder die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Also ich sag mal einfach die Paradebeispiele zu Immortal. You can create in Diablo 4. It's important to include robust character customization because then I can play the fantasy that I want to play. It allows you to switch around your playstyle as well. Everything feels very powerful and fun. One of the really cool things about having an open world is your journey that you take throughout Diablo 4 is your own. Genau, also in D4 ist es nicht mehr so, dass man, also man hat eine offene Welt, man kann überall hinlaufen, wo man will, sag ich mal so ähnlich wie in D2. Es ist nicht mehr so wie in Immortal, dass man da diese Fußstapfen hinterherlaufen muss und sagt, hier, es läuft da lang und da lang. Also dass quasi einem so vorgespielt wird, was man zu machen hat, finde ich auch sehr nice. Man kann dann quasi die Welten für sich selber so entdecken, wie man das möchte. Und die Skills, die man hat, kann man dann auch selber auswählen. Finde ich persönlich auch sehr nice, weil, ja, das hat mir so einen D2-Charakter, dass man sagen kann, ich möchte jetzt mehr in Bereich A oder B investieren und dann halt das mal so schauen, wie spielt es sich. There's no linear path that you have to follow. We've got almost 150 dungeons in the game. There's all kinds of surprises as you're exploring. Genau, zu dem Thema Dungeons hatte ich ja eben einmal kurz gesagt. Diese sind auch immer, werden immer neu erstellt. Das heißt, ihr könnt nicht immer hingehen und sagen, ihr wisst dann, wenn ihr den Dungeon A betritt, zu wissen, wo ihr hinzulaufen habt. Die werden immer neu generiert, wie in D2 auch. Also man merkt, dieser Schritt zurück, zu sagen, wie es damals war, ist vielleicht nicht alles schlecht gewesen. Und es wird auch dann lokale Events geben, die ihr dann auch alleine machen könnt oder in Teams. Das wird dann sein. Und es gibt dann immer Weltbosse, die ihr dann auch dann ja zusammen in Gruppen angreifen könnt, wird dann aber auch gleich nochmal in einem Video mitgezeigt. Strongholds are an enemy territory that you need to reclaim. You might have a space that begins as a hostile area. Ah, after you've cleared it out, the evil in this place has been cleansed. It now becomes a friendly town. Genau, also es gibt halt auch so kleine Städte, die verflucht wurden, die könnt ihr dann säubern und es werden dann befreundete oder ja, nette Städte, sage ich mal, wo ihr dann euch dann immer aufhalten könnt, dann sichere Bereiche sind. Sometimes it's a new town, sometimes it's a new dungeon. There's a whole bunch of rewards that you get and you have a real impact on the world as a result. No, you can't leave us here. Hier, bevor gleich der Fight losgeht, schaut euch einfach mal hier diese Kleinigkeit an, diese Matschpfützen mit den Fußstapfen drin, wo noch das Wasser rumschwirrt. Auch gleich dann aber bei den Skills, also ich muss sagen, mir gefällt es, dass diese kleinen Details so schön anzusehen sind. Also einfach das ständige Gameplay, auch jetzt, wenn dann gleich so diese Feuerschlange, wie das dann heißt, dann kommt, finde ich sehr, sehr nice. They might come back any moment. Local events are really cool little story segments that happen within the open world. You'll just be running through the world and then a local event will pop up and you can choose to participate in it. Geil. Or get a group together and just wail on these like giant world bosses. These are events that take a lot of people and you really have to work together. Being able to see all the players on your screen collaborating, trying to take this big monster down, it's epic. It's so easy to create a community. It makes Diablo more of a social experience. We've got fully enabled crossplay. If you have an Xbox and your buddy has a PC, you're going to be able to group up. Or you could play couch co-op. Two people on a couch can sit there and have a great experience. We've created specific zones for. Ja, hier sind wir beim PvP. Finde ich persönlich richtig nice. Es, so wie ich das gelesen habe, ist dann, dass Mephisto so ein Feld des Hasses verseucht, wo man sagen kann, hey, in diesem Bereich habe ich Bock, ja, im PvP-Modus zu gehen, jemand anderen die Feindseligkeit zu zeigen. Und dann kann man gegeneinander zocken.
Aber dann ist jeder in dem Feld dann quasi für einen Angriff gut oder auch angegriffen zu werden. Und wenn man dann einen snackt, kann man auch dann die Beute mitnehmen. Also das ist halt, denke ich mal, ich persönlich finde es sehr, sehr nice. Ich würde es mal gerne anschauen, wie es dann in der Praxis ist. Mir gefällt sowas, aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, ich habe darauf keine Lust, ich möchte einfach nur die Monster schreddern. Vielleicht aber hier einfach mal testen, gucken. Vielleicht ist das so ein bisschen Nervenkitzel, der Spaß macht. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, der ich finde, der sollte in die Diablo dabei sein. Denn später wird es irgendwann mal so einen Punkt geben, wo ihr sagt, ihr seid so stark, was mache ich? Ja, mache ich jetzt mit einem Schnipser alles weg oder gucke ich mal, dass ich dann wieder neue Herausforderungen finde? Und das gibt es halt im PvP immer wieder. Weil es gibt immer Leute, die genauso stark sind wie ihr oder vielleicht sogar noch stärker. Oder man kann einfach neue Builds, neue Sachen ausprobieren. Das ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Players can engage in PvP. If you go there, you can start swinging away at people. But you're also opening yourself up to being swung at. If you're like really, really good, the game actually marks you as like a champion on the map. You basically become a loot pinata and everyone wants to chase you down. Einfach cool. Ja, zum Thema Endgame kann man sagen, es soll sich wie ein Neuanfang anfühlen. Also, das heißt nicht, wenn ihr im Endgame seid, oh, jetzt wiederhole ich ein dasselbe die ganze Zeit, das wird jetzt langweilig. Nein, Aussage ist, es gibt dann halt quasi komplett neue Bereiche, dass es ja, sich anfühlen soll, wie jetzt, ob man jetzt sagen wir mal, einen komplett neuen Bereich drin ist. Das heißt auch sowas wie die Dungeons, die werden dann zu Albtraum-Dungeons, das heißt, die werden nochmal schwerer. Dann gibt es diesen Flüsterbaum, der dann neue Ziele für euch hat, Kopfgelder hat. Neue Legi-Ausrüstung, neue Materialien. Das heißt, es kommt nochmal ein komplett neuer Bereich hinzu. Erstmal dahin kommen, aber dann fängt wieder eher so ein bisschen im anderen Bereich an. Und wir werden auch gleich nochmal sehen, dass man kommt dann ins Paragon-System. Und das sieht halt echt crazy aus. Also ich habe das Bild gesehen, also schauen wir es uns echt mal an. Aber das fühlt sich halt nochmal komplett neu an. Und ich finde, ich hoffe mal, dass es dann so sein wird, dass man dann seinen Charakter nochmal weiter verfeinern kann, spezialisieren kann. Um einfach, dass dann da im Endgame wirklich halt so ist, also ob man nochmal neu angefangen hat. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. Now you're set up for the end game, and that end game is rich with things to do that allow you to get more and more powerful. Whether it's new items or new dungeons or new Paragon Das Lords, Paragon. every single time you come back to play Diablo 4, there's going to be new stuff for you to experience. And it's something that we're going to support for years to come. I'm really excited for folks to get their hands on Diablo 4. Just to see millions of people really enjoying the different options. Through the campaign, local events, couch co-op, endgame, PvP, it almost doesn't end. And we are so close. Hoffentlich. Das soll es von hier aus gewesen sein. Ich hoffe mal, ihr seid angefixt, ihr habt Bock auf das Spiel. Meine Frage, was glaubt ihr, wann können wir Diablo 4 im Jahre 2023 erwarten? Also sag mal einfach die Monate, was ihr schätzt. Meine persönliche Schätzung, die werden irgendwie so November oder Dezember mal ankommen. Und ich hoffe mal nicht, dass es dann ankommt und sagt, X ist passiert, wir machen es im Jahre 2030. Ja, das wäre halt echt bitter. Aber ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, habt ihr Bock auf D4? Ich auf jeden Fall, kann es kaum erwarten. Und das wird es von hier aus erstmal gewesen sein. Ich bin Embers, ich bin raus.